So Leute, wie gesagt, ich nehme gleich im Anschluss wieder auf. Nehmen wir mal hier ein bisschen Gold. Was ist denn jetzt? Ach ja, da ist hier eine... in dem Ding drin. Okay, mein Zauberbuch ist hier drin, wenn ich richtig liege. Genau. Und wir bauen jetzt erstmal hier, also... Tiegel heißt das jetzt? Okay. Das Ding haben wir gebaut, 5 Stück. Das heißt, Eisen und ein paar Eimerchen. Gold haben wir ja schon. Das Eisen haben wir wieder rausgenommen. Da holen wir uns... Ach! So ein Beschiss, das Eisen landet ja jetzt hier oben. Ihr müsst euch gedacht haben, was ist das für ein Hörni? Der sieht das nicht mal. Wollte sagen, wir haben da viel schneller die Dinger produziert. So, das sind 2. Ich weiß gar nicht, wie viel wir noch brauchen. So, muss halt hier Donner hinein. Ah, gut, 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 gut. So, da brauchen wir erstmal nichts drin schmeißen. Hier müssen wir ran. Und zwar erstmal 5 Eimer. Dazu brauchen wir natürlich keine Magie, wird auch nicht entnommen. Wozu wir jetzt aber brauchen? Iron Script, ne? 5. 5. Nein, nicht das. Fünf davon. Mal gucken, ob es reicht. Wasser. Ja, Wasser ist ganz schön niedrig. Genauso wie Luft. Gut. Das Blöde ist an den Notes oder von den Notes. Ich wollte ja eigentlich hier das noch erforschen. Magie haben wir jetzt nicht mehr. Doch, haben wir noch. Wollte ich... Ne, das Ding. Das Ding wollte ich wieder erforschen. Also, das ist jetzt die andere Seite. Die war also zwar noch die gleiche Seite hier. Die wir hier gehen. Aber wir machen jetzt das. Ich will ja das. Weil, was ich denn auf jeden Fall mache, hier erstmal, auch wenn meine Greatwood-Wand, sag ich mal, wanted, wie soll ich es beschreiben? Ach, ich kann es nicht beschreiben. Auf jeden Fall müsste ich ja denn, wenn ich hier drin bin, Gold. Eine Stabkappe. Ah ja. Meisterhaftes Notizzapfen, genau. Das heißt, ich muss hier noch ein bisschen craften. Um zu gucken. Okay, das sind diese komischen... Ah, wir nennen es mal jetzt Kreuze. Die komischen Kreuze. Komischen Kreuze kommen hier hin. So, ich will jetzt mit den Kreuzen hier runter direkt zu dem gehen. Und von da aus habe ich dann vor, also hier runter. Von da aus hier hoch und dann nach unten. Weil ich meine, der Weg sollte eigentlich immer derselbe sein.
So, du kannst nur 2 nach unten, dann du kommst nämlich neu nach unten, dann musst du leider wieder hier nach oben. Habe ich sonst noch Kreuzchen? Da ist noch Kreuzchen. Das U ist bestimmt auch wieder was. Ich weiß nicht, ob die Zeichen immer gleich sind. Eventuell. Ja, das ist eigentlich zu nah. Das heißt, so sollte es schon klappen, wenn wir jetzt die Aura mal haben. Wenn nicht, haben wir halt verkackt. Haben wir sonst irgendwo noch ein Kreuzchen? Hier ist noch ein Kreuzchen. Ob das mit dazugehört, sehen wir, wenn das Licht angeht, oder? Irgendwie so. Moment, ich gehe so hier. So, das heißt, da hinüber. Diese Kreuz. Ich merke mir jetzt einfach nur diese Kreuz. Diese komischen Kreuz. So, genau. So, jetzt aber. Na gut. So. Ach Gott, nee. Wir haben es zwar nicht richtig verkackt, aber auch nicht richtig gut gemacht. Weil der Oberste irgendwie nicht so will, wie wir wollen. Das heißt, wieder 2-mal craften. Hin zum Ausschalten, hin zum Anschalten. So. Sollte eigentlich passen. Wenn ich hier jetzt... Genau, jetzt das hier nur noch wegnehme. Genau, so, jetzt haben wir die Aura schon mal fertig. Das passt. So, jetzt müssen wir über die Magieschiene noch. Ach Gottchen, nee. Über die Magie. Das sind diese komischen Dinger, okay. Diese komischen mit diesen Dingern hier. Wo ich gerade den Weg verbaut habe. Nee. Ach shit, was waren jetzt die Magie? Ich glaube, diese komischen Kringel hier. Ich könnte hier eigentlich in meiner Aufnahme nachgucken. Aber es hat ja nicht jeder eine Aufnahme. Das heißt, ich muss denken. Diese komischen Kringel hier. Das ist die Magie. Diese hier. Oder? Ich möchte doch sagen, die hier beide. Ja, ich muss kurz mal unterbrechen. Achso, das war ja meine Keynote, die muss ja gar nicht. So, damit ich das hier sperren kann. Damit die so eigentlich übereinander verbinden, genau. Das heißt, das haben wir schon mal. Das heißt, du kommst jetzt hier runter. Ich muss danach irgendwas scannen, was Magie in sich hat. Ja.
Nein, ich hab da doch, egal. Egal, ich reg mich darüber nicht mehr auf. Ich weiß, dass ich blöd bin und deswegen passiert das. So, habe ich irgendwo noch so ein Ding? Das ist bestimmt genau. Das andere war, glaube ich, gerade zu weit auseinander. So, noch so ein Ding. So, und da oben. Sollte eigentlich reichen. Trotzdem habe ich noch so ein... Eigentlich nicht mehr. Bitte lasse ich die richtigen sein. Yeah! Puh, gut. Das war... nicht schlecht. Och, was war denn bei dem anderen alles drin? Kann ich ja nachgucken. Also, wie man es craftet. Ach, man craftet das Ding ja nicht. Ach, Gottchen. Hm, Wissen. Cognito. Nope. Gier. Ah, nee. Also Aura haben wir, Magie haben wir. Jetzt muss ich wieder überlegen. Leben. Nee. Erde. Nee. Nee, 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 nee. Bergbau. Nee. Oder nee. Entropie, nee. Gottchen, nee. Energie. Nee. Metall auch nicht. Was könnte... Nee, Mechanismus auch nicht. Austausch. Jawohl. Oh, da war das Mikro. Austausch. Gut, das könnte eventuell sogar schon klappen. Ja, okay. Also natürlich ist das jetzt, was wir hier erforschen, sehr wichtig. Weil dann können wir die Nodes nicht mehr leer ziehen. Es sei denn, wir wollen das, was wir leer ziehen, dann drücken wir halt Shift. Aber es ist natürlich so sehr wichtig. Aber die andere Seite ist auch nicht zu vergessen. Natürlich erforschen wir jetzt die wichtigere Seite, sagen wir es mal so. Aber, naja. So. Das sind, okay... diese komischen. Das heißt, das dürfte das ja sein. Kurz das eins hoch, damit ich hier vorbei kann. So. Aber ich weiß nicht, das andere, ich weiß nicht, ob das nur zum Tinte sparen da ist. Oder ob das nur um schneller zu erforschen da ist. Weil das andere lässt einen nämlich die Nodes schneller bewegen. Also diese hier. Und auch, was natürlich sehr praktisch ist, aktive Nodes auch bewegen. Die behalten prozentual ihren An-Status, aber können ihn auch verlieren. Ist natürlich praktisch, wenn man den, sage ich mal, so bewegen kann. Und selbst wenn er verliert, dann müssen wir hier nicht immer über das hier an- und ausschalten und dann passt das. Das sind drei. Gottchen. Also eigentlich müsste das reichen. Ich
gucke nochmal vorsichtshalber, ob irgendwo so ein, sagen wir mal, ein Geschütz nach oben aufgebaut ist. Ja. Hier ist noch ein Geschütz nach oben. Gehen wir halt auf Nummer sicher. Da gehst du. Nein. Hier, genau. Damit ich hier zwischenklemmen kann. So. Genau, das wusste ich, dass es passiert. Deswegen habe ich den so gebaut und da ist es. Ach, leider das Falsche. Da steht bestimmt, ja, jetzt kannst du nur noch schneller das Ding anzapfen und so. Nein, ich will dich doch. Ah, so ein Müll. Ich dachte, das bringt wenigstens ein bisschen irgendwas. Also, dann gucken wir mal rein. Wir haben jetzt das hier erforscht, das heißt, das nächste müsste das sein. Hier steht, you have added future refinement to the... Dreimal schneller als normal. Ja, das ist eigentlich nicht das, was ich wollte, sondern Noterhalter. Das heißt, eventuell, wenn wir gut sind, kriegen wir das gleich nochmal. Aber nur, wenn wir gut sind. Höllisch auf. Ach, den brauche ich nicht. Den brauche ich doch nicht. Also wenn ich das nochmal kriege, dann habe ich jetzt Pech. Ah! Man kann nämlich die Notes, auch wenn man sie so im Inventar hat, nochmal kriegen. Auch wenn sie in der Truhe liegen. Man kann die nochmal kriegen. Jetzt haben wir hier diesen Noterhalter, ein bisschen für später aufheben. Den müssen wir jetzt unbedingt erforschen. Das heißt, ich brauche irgendwas, was wieder Magie hat. Am besten viel Magie. Gut, das glaube ich zwar jetzt nicht, aber... Ja, warum nicht? Was hat Magie in sich? Gut, ich verrecke erstmal. Das hat keine Magie. Irgendwas muss Magie in sich haben. Ja, 10 Platten. Gut, hier kurz hinbauen, damit ich hier hoch kann. Da sieht man, wird gleich wieder weggebaut. Ich brauche nur 1, 2, 8. 8, 4 kriege ich, 8 durch 2. Muss ich noch viermal so eine Dinger reinhauen. Also 16 Stück muss ich da noch reinhauen. Nein, 15 Stück. Wir haben halt, glaube ich, noch einmal das Rezept drin. Genau, 15 Stück. Das waren jetzt ein bisschen weniger. Also holen wir uns nochmal hier kurz 4. Da auch nochmal 4. Das müssten dann 15 Stück sein. Weil, Moment, ich muss kurz nochmal rechnen. Uns fehlen... Was ist da zu viel? Uns fehlen 8 Stück. 4. 1. 2. 3. 4. Dann kriege ich nämlich 4 raus. 4 mal 4 sind 16, durch 2 sind 8. Das passt. Gut, dann haben wir auch wieder genug Stahl. Dann können wir uns danach unseren Dingen
Mal widmen, dass wir das Ding anschmeißen und ich brauche irgendwas, was Magie in sich hat. Ach, hatte ich schon. Das hat keine Magie. Das hatte ich auch schon gescannt. Das hatte Magie in sich. Was ist hiermit? Ich tippe zwar nicht auf Magie, aber... Ah, doch. Leider bloß ein Forschungspunkt dafür. Das hat bestimmt auch keine Magie. Ach, hatte ich schon. Dich hatte ich natürlich auch schon. Dich hatte ich noch nicht. Gibt keine Magie, das war mir bekannt. Kann man dich scannen? Ja, Magie. Geil! So, ist erstmal wieder ein bisschen gerettet. 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 Nee, damit fange ich jetzt nicht an. Also zweimal brauche ich mindestens, um anzugucken. Und um... So. Schlachtplan. Ich würde sagen... Ich gehe hier hoch. Gut, eigentlich ist es egal. Aber ich gehe hier so... Halt. So rum gehe ich. Das heißt, ich habe 4 Nodes. Das heißt... Hier 2, da 2, passt. Dann machen wir da mal frei. Diese komischen. Ah ne, shit. Ich brauche. Ah, ich brauche noch ein bisschen mehr, genau. Ich brauche noch einmal mehr. Gut. Dieses komische. Okay, das kann ich mir merken, das hier. Okay, jetzt habe ich hier nämlich das Ding zum Vergleichen. In Position. Und damit kann ich mir die Dinger jetzt suchen. Auch wenn ich nicht wüsste, ich gucke einfach, wie das Ding aussieht und dann kann ich es mir merken. So, das ist das Maschinengewehr hier umgedreht. Ich merke mir das einfach, so merkt sich das eigentlich jeder Mensch am einfachsten. Er stellt sich das bildhaft vor. Weil Bilder bleiben viel besser im Kopf drin als irgendwas anderes. Das heißt, sag ich mal, wenn ihr an für eine Zahl, wie ich für die 11, da denkt ihr an zwei große Menschen, die nebeneinander stehen. Das Bild geht euch eigentlich nicht mehr aus dem Kopf. Die Zahl, wenn er sie nicht gerade... Hier, eine 11 ist bekannt. Aber sage ich mal, so kann man sich das einfach machen. So kann man viele Sachen auch sich merken. Weil man einfach ein Bild dazu sich in den Kopf macht. Am besten sind es, wenn sie ganz abstrakt sind. Gar nicht, am besten nur minimal mit der Sache zu tun haben. Zum Beispiel bei... Ja. Wie soll man das beschreiben? Bei irgendwas. Pi zum Beispiel. 3,14 irgendwas. Jetzt mal, ich will jetzt nicht die komplette Zahl aufzählen, dann würde ich nie fertig werden. Aber, ja, 3, da merkt man sich halt irgendwas. Pi, kann man sich Pi merken, Kuchen. Und 3 große Stücke. Eins davon kriegt dein Freund. Und normalerweise... rechnest du halt einfach, so merke ich es mir, wenn du halt diesen Kuchenstück hast, rechnest du das Kuchenstück mit dem, was du hast und mit der Zahl, die vorne steht, mit deinen 3 Freunden, was weiß ich, 3 Kuchenstücke, die wir gerade hatten. Du hast deinen Kumpel 1 gegeben, bist nicht so ein guter Mathematiker, rechnest dieses eine Kuchenstück plus diese 3 Kuchenstücke, die hätten da sein müssen, schon hast die nächste Zahl, ist 4 und halt so kann man sich die Zahlen merken, auch wenn sie lang sind. Und fürs Komma sagst du einfach, oh, ja, ist dir was runtergefallen, jetzt ist ein kleiner Krümel auf dem Boden. Was weiß ich, wie ihr euch das merkt, ist ja eigentlich egal. So. Und da guckt man dann halt einfach, wie man sich die Dinge am besten merken kann. Ich zum Beispiel, das hier ist für mich jetzt, ich krieg da sofort ein Bild im Kopf, wenn ich das hier oben sehe, wie so ein... Früher aus dem Krieg, diese Luftabwehrgeschosse, womit sie die Flugzeuge beballert haben, das sieht doch fast so aus. 2 Läufe direkt nebeneinander unten zum Drehen, also passt doch. Und das sieht für mich einfach aus, das Ding ist umgedreht.
Also nicht wirklich umgedreht, sondern einfach bloß runtergeschoben. So sieht das für mich aus. Deswegen, so muss man sich das halt einbringen. Oder halt, ihr denkt dieses Symbol die ganze Zeit vor euch oder guckt ihr ständig runter, wie sieht das aus und so. Also jeder ist eigentlich jedem für sich überlassen, wie er sich das am besten merkt. Ich krieg's halt so hin, indem ich mir irgendwelche abstrakten Bilder dazu in den Kopf lege. Und dann passt das. Also hier weiß ich ganz genau, das wird sich wieder verbinden wollen. Jetzt kann sich's nicht mehr verbinden. Ich brauche ein runtergefahrenes Maschinengewehr. Ah ne, Flugabwehrgeschütz war es ja. Gut, 4 Stück hatten wir. Eins. Ich muss mal hier kurz was anwählen. Ein Maschinengewehr. 2, 3. Das heißt, eins muss neu übrig sein. Hier, das vierte. Tinte mehr. Keine Tinte mehr. So, wo war... Hier oben war es doch. So, wenn ich jetzt richtig liege... Genau, sollte sich das so verbinden. Aber die kriege ich eigentlich nicht weiter auseinander. Ich will es auch nicht probieren, vor allem nicht damit. Gut, das heißt, das haben wir schon mal. Das heißt, wir müssen jetzt mit sich was überbehalten. Eventuell wieder... Naja, ist natürlich mal wieder nicht drin. Das heißt, wir gehen auf altbewährte Sachen. Magie. Oh, ich sagte Magie nicht... Oh, Magie ist diesmal nicht drin. Austausch? Na, auch nicht. Metall? Nein. Tod, Ordnung, nee, Entropie, ja gut, Abbau, nee, Seele, nee, ich denke auch nicht, heilen, nee, Leben auch nicht, was könnte drin sein, Erde auch nicht, Licht, nee, gut, Werkzeug, ist auch nicht drin, Tod, Untod, nee, herstellen, nein, Hunger. Nee. Samen. Nee. Tier. Nee. Baum. Nee. Wasser. Ah, nee. Das denke ich auch nicht, genau. Luft. Fleisch. Mann, was könnte denn da drin sein? Feuer. Uff. Gier. Genau. Weil du gierig danach bist, deswegen entziehst du es. Ach, wieso bin ich nicht gleich drauf gekommen? Ah, es brennt. So cool sein. Wieder irgendwas. Okay, okay, okay. Tannenbaum. Hälfte vom Tannenbaum. So. Hälfte vom Tannenbaum. Hier Hälfte vom Tannenbaum. Oh, gleich muss ich ja wieder raus und Ink holen. Wieso ich das jetzt hier noch ganz oben schaffe, keine Ahnung, wenn hier oben noch so viel von diesen Tannenbäumen war. So, du weg, hier ist noch ein Tannenbaum. Halt, du weiter nach unten. Du kannst auch weiter nach unten, du Tannenbaum. So, ich brauche noch einen Tannenbaum. Du verbindest das Ding, das ist you Tannenbaum, hier ist noch ein Tannenbaum. Gut, ich weiß, was in euren Kopf vorgeht. Ist der verrückt? Das ist kein Tannenbaum. Vielleicht ist es sogar irgendein richtiges Schriftzeichen aus irgendeiner anderen Sprache. Ist mir shit egal. Ich merke mir so, wie ich das will. Da wird sich auch nichts dran ändern. Eigentlich würde ich ja schon fast sagen, das passt so von der Folge. Ich bin mir aber nicht ganz sicher, deswegen suche ich nochmal eine Hälfte vom Tannenbaum. Hab nichts gefunden, dann gucken wir mal. Gut, das war mir natürlich klar. Ich habe aber alle richtig gesetzt. Gut, fast richtig gesetzt. Wenn ich so mache, verbindet sich das nicht.
Gut, also da im Prinzip sitzen sie richtig. Ich muss sie bloß noch weiter verschieben. Dann komme ich da unten nicht mehr ran. So, wenn ich das Ding da hinschiebe. Das heißt, da müsste ich das direkt so verbinden können. Ich könnte einfach das Ding da hinschieben. So, Gear wieder rein. Ah! Genau. Hat ja lange gedauert. Ich will das irgendwie auch ein bisschen erforschen. Auf gut Glück. Ah, nichts. Gut. Tada. So, was jetzt passend ist, was uns passt, natürlich mit der billigen Wand jetzt nicht. Nur die im Glas, das ist richtig geil. Dann können wir die Notes versetzen. Darauf habe ich auch ein bisschen hingearbeitet. Und zwar hier Nodin-Erhalter. Nodin? You have now better control. Ich habe jetzt halt über mehr Kontrolle darüber, wie viel ich ziehe aus dem. Und ich lasse immer das letzte Vis von jedem Aspekt in der Node, wenn ich nicht sneake. Also Sneak drücke, also Shift drücke. Weil dann kann ich komplett leer ziehen, wenn ich will. Hier unten steht nochmal, das Level der Kontrolle ist nicht vom normalen Wood- und Eisenband und. Das heißt, ich nehme damit an, das zählt noch unter Eisencapped. Das heißt, und was zählt unter Wood? Ach, egal. Vielleicht unter Holz. Hier. Nee, das ist schon Silberholz. Das ist ja. Das ist aber eine Eisenkappe. Ach nee, da kriege ich bloß den. Schade. Also ich denke mal, das hat hier mit der Eisen zu tun. Mit dem Eisen. Ansonsten, ja. Müssten wir jetzt mal hier machen, weil ich weiß, die Basisstabkunde. Das haben wir gemacht. So, ich will eigentlich Dinge mit Stil bekappen. Also hier will ich eigentlich nichts, denn ich, doch Silber wird wir eventuell was wir bräuchten. Aber glaub nicht, dass wir die schon. Genau. Also das heißt, wir müssten uns jetzt irgendwas einfallen lassen, wie wir hier auf dieses Ding kommen. Das heißt, ich hau Elektrum rein. Tada, kommt da eins nach anderen her. Das ist nicht eins der so schweren Rätsel. Eventuell können wir gleich schon beim Anfang an erstmal hier kurz zeigen. In eins jetzt. Oh. Das ist so ein Angelhaken mit Fisch drin. So, eventuell verbindet sich ja das schon. Genau. So, was wird da noch drin sein? Ich tippe mal auf Magie. Nee. Was sind wir? Hier. Das Ding, nee. Energie. Gottchen, nee. Eisen, bestimmt. Richtig. So, diese Goldcaps, die geben noch mal ein bisschen mehr. Eigentlich bräuchte ich diesen Wies-Zauberstab, aber Eisen ist das Ding hier. Das kann man nicht gleich verbinden, denn es ist zu weit weg. Das heißt, irgendeins muss noch drin sein. Werkzeug. Nee. Micha, nee, nee, Quark. Was müsste noch drin sein? Stabkappe. Herstellen. Aha, guter Versuch, aber nee. Feuer auf gar keinen. Wasser. Holz, nee. L
Alien? Nee, ich glaube nicht. Genau. Was könnte da noch drin sein? Oh, Werkzeug. Werkzeug ist noch drin. Na gut, ist eigentlich klar. Jetzt im Nachhinein ist es natürlich klar. Werkzeug. Ach, was gucke ich denn hier? Ich muss hier gucken. Instrumentum. Humus und Metall, stimmt. Oder Humanus. Genau. Humus ist ja was anderes. Da, ich glaube, davon habe ich auch nichts mehr. Gut, wie stellt man halt Humanus her? Das war da auch irgendwie mit Bestie und irgendwie. Hä? Bestie und Cognito, genau. Humanus und Metall. Ach shit, ich bräuchte noch einmal. So, ich bräuchte jetzt noch einmal Bestie. Wie kriege ich Bestie? Modus und Vectus, okay. Okay, Vectus habe ich. Das Ding nicht. Das heißt, da kommt das Ding. So, da ist Bestie. Bestie Cognito. Humus, Humanus, nicht Humus. Wieso sage ich immer Humus? Das ist die Kurzform dafür. Zack. Es fängt schon wieder an zu brennen. So, da habe ich jetzt die goldenen Stabdinger erforscht. Die verbessern, hier gibt es jetzt natürlich noch weitere, Silber und so weiter und so fort. Die Gold ist deutlich besser fokussiert als Eisen und aus diesem Material haben keinen Verlust, wenn sie Wies leiten. Man geht natürlich noch besser, dass man was wiederkriegt. Aber wir nehmen jetzt halt Gold. Ach ja. Ich glaube, das muss man sogar hier drin craften. Ich bin mir da aber nicht so ganz sicher. Ja. Und ich hoffe, dass wir davon wenigstens noch genug haben. Ja. Können wir uns zwei Kappen leisten. Hauen das hier auf unseren Großwand drauf. Brauchen wir dann natürlich genug, wenn wir... Ach, hier zeigt er nicht an, wie viel er hat. Ja. Aber ich weiß nicht, ob der Kleine ausreicht, um hier so ein Silberwood-Wand zu bauen. Wenn müsste ich das erstmal forschen. Was hat denn Silverwood in sich drin? Irgendwas muss da Spezielles drin sein. Magie ist klar. Greatwood hat ja Baum. Baum, 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 Baum. Also sage ich dem jetzt, du Baum. Oh. Düdü. Eins nach anderen. Da hauen wir nämlich die Golddinger auf. Wenn wir nicht vorher den anderen, wie gesagt, noch craften müssen. Da haben wir noch Greatwood, irgendwo haben wir noch Silber. Können wir natürlich jetzt noch nicht herstellen, weil wir es hier erst erforschen müssen. Apropos erforschen, das kostet Zeit. Wie viel Zeit haben wir noch? Keine. Das heißt, wir haben mal wieder unsere Folge dicht gemacht. Haben wir noch erreicht? Oh. Tu noch mal kurz Gas geben hier. Na komm, noch ein bisschen. Dann können wir hier noch welche herstellen lassen. Acht. Tu die nicht herstellen. Wir haben neue noch. Die habe ich ja nicht gesehen. Für voll genommen. So, das heißt, wir haben jetzt unseren Boiler auch fertig in dieser Episode.
Ah, gut. Ja, genau, bauen wir einfach ins höher. Wir bauen Schornstein ran. So, das ist jetzt der größte, den man bauen kann. 144 Wasser und ein bisschen Dampf. Der ist nämlich 3 mal 3 und 4 hoch. Das heißt, wir leiten jetzt hier einfach unser ganzes Zeug rein. Und gucken mal, wie er sich so erhitzt. Was anderes bleibt uns ja nicht übrig. Doch, indem wir erstmal warten. Weil wir erstmal so eine Liquid Notes wiederherstellen müssen. Das machen wir am nächsten Part. Gut, ich hoffe, dass euch dieser Part gefallen hat. Ich wünsche euch jetzt noch viel Spaß beim, was immer ihr gerade macht. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag, Nacht, Abend, Nachmittag, Vormittag, was auch immer gerade bei euch ist. Und sage ciao, ciao, bis zum nächsten Mal, euer MC Arschl. Ciao, ciao.